Willkommen zurück bei Kona wieder. Muss ich euch ja inzwischen nicht mehr sagen, aber ich mache es trotzdem, weil ich Spaß habe. Wir untersuchen kurz die Hütte. Irgendwie sieht das hier Ganze relativ enttäuschend aus. Ich weiß gar nicht, ob wir, sind wir richtig? Sind wir bei den Blaze? Nein, wir sind falsch. Das Haus der Blaze ist noch weiter. Fuck. Das Haus der Blaze ist noch weiter. Das ist jetzt ärgerlich. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, machen wir es schnell fertig. Ich glaube nicht, dass es hier viel zu holen gibt. Es ist ja jetzt bloß eine Hütte. Hier kann es also nicht... Also Story, denke ich, wird es hier gar keine geben in dem Raum. Hier wird es nur Gegenstände gehen zum Finden. Oh, was ist hier? Who quits a game one step away from victory? Ja, wenn der Böse kommt, wenn der Wendigo kommt. Zack, hier kann man noch eine Lampe einschalten. Schön, schön, schön. Können wir hier irgendwas einsammeln, irgendwas machen? Nein. Hier können wir uns nur mal wärmen zwischendurch. Das war schon wieder. Ich glaube, wir sind hier durch. Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe, oder? Nö. Eine Kartoffel. Vielleicht habe ich die Kartoffel vergessen. Ich habe die Kartoffel vergessen. Ach, Tee kann ich noch kochen. Halb leer oder halb voll. Oh Mann. The clothes, the general warmth of the place. No evidence of escape. Carl was sure of it. People were here not long ago. And they expected to come back. Okay, aber egal, wir haben gespeichert. Ist alles gut so. So, theoretisch geht der Weg da weiter, ja. Aber wir fahren jetzt zu den Blaze. Wir haben gesagt, wir fahren zu den Blaze. Dann fahren wir auch zu den Blaze. Wir müssen nur die Straße weiterfahren. Und zwar rechts rum und dann müsste auf der linken Seite eine Einfahrt kommen zu den Blaze. Ich habe mich schon gewundert, dass das ja, dass das so eine kleine Hütte gerade war. Ah, das sind Briefkästen. Wir wissen ja, Briefkästen haben gerne Inhalt. Oh, diesmal aber nicht, Leute. Komm, steig hier rauf hier. Ich hoffe, man versteht mich gut. Weil ich kann natürlich die Tonspur von meiner Tonaufnahme nicht zu laut machen. Das übersteuert sonst. Aber der Rasenmäher hier, der brummt ganz schön auf. Deswegen hoffe ich, man hört meine Stimme trotzdem ganz gut. Aber wir werden sehen. Ah, guck mal, hier ist ein Steinhaufen. Ha! Den jagen wir eiskalt in die Luft, würde ich behaupten. Ne, ich weiß es nicht. Einfach mal gucken. Oh, ein richtiges Herrenhaus hier. Haus der Familie Blaze. Das ist natürlich ein riesiges Grundstück wieder. Sehr schön, eine kleine Ranch. So, ihr wisst ja, wie ich hier bin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Seht ihr? Hat der hier nicht gerade was geleuchtet? Doch nicht. Schade, ich dachte, ich habe jetzt Steine gesehen, dachte, man kann sie in die Luft hauen, in die Luft jagen. Aber kann man anscheinend nicht. Nee, kann man leider nicht. Also, dann ist das besagte Hütte, wovon der junge Blaze, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name ursprünglich war oder ist. So, hier ist die Straße, dort ist der Zaun. Nur kurz mal abschauen hier alles. Alles abschauen ist sehr wichtig, ne? Und dann müsste hier das der Graben neben dem Haus sein, hoffe ich jedenfalls. Hier ist die Hütte, in die wir nicht reinkommen, weil der Schlüssel verloren wurde. Wieder eine leere Flasche, was soll das? Ah, süßes Bettchen. Ist er gerade gesprungen, so komisch? Ich glaube ja. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. Okay, niemand war da. Interessant. Wäre nicht das erste Mal. Verdammt, was ist denn hier los? Mülleimer war noch immer eine todsichere Nummer. In den Mülleimern waren noch immer die schönsten Sachen drin. So ein Graben neben dem Haus müssen wir natürlich suchen. Ein Graben neben einem Haus. Ein Graben neben einem Haus. Da müssen wir gucken. Da finden wir Schlüssel. Aber hier ist kein Graben neben dem Haus. Fuck, wie kacke ist das denn? In einem Graben von wessen Haus? Vielleicht muss ich das nochmal lesen. Das ist ja jetzt mal strange.
krieg den Schlüssel für die Hütte nicht auf. Ich habe den Schlüssel für die Hütte nicht, weil ich nicht weiß, welches Haus war. Okay, hier ist schon mal kein Graben. Das ist natürlich blöd. Ich habe mich die ganze Zeit immer darauf verlassen, dass dies das Haus wäre. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Ist hier drin bestimmt schon wieder ein Gefrorener, denke ich mal. Vielleicht. Oh. Oh. Soll ich hier eine Feuerstelle machen? Oder brauchen wir eigentlich nicht, oder? Auf alle Fälle brauchen wir das nicht. Drum nehmen wir die Axt. Schon komisch. The key, which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Clutze Aphis. A company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Also ich habe erstmal keinen Zusammenhang dazu. Hä? Das haben wir doch gemacht. Magneten haben wir. Ja, wir haben schon einen Faden mit Magnet. Mehrere wird man wahrscheinlich nicht finden. Das ist bloß so alternativ. Also falls man das beim Doktor nicht gefunden hat, dann kann man es hier nochmal finden oder andersrum. Das ist auch nichts. Verrückt. Money in a jar. Hehehe. What a shame. Carl would have loved cookies. Boah, es ist dunkel da. Ach du Kacke, du. Ach du Scheiße. Das ist irgendwie krass verdächtig hier gerade. Wenn ich gleich kreiche wie ein Mädchen, dann liegt es daran, dass ich... Nee. Musik lasse ich mal lieber aus. Nee, wenn ich gleich kreiche wie ein Mädchen, dann, weil ich mir gerade in die Hose gepisst habe. Da ist auch nichts. Boah, ich will gar nicht zu nah an den Schrank ran, wenn es da so dunkel ist. Komm, mach mal auf hier. Mach die Luke auf. Oh, was gibt's da? Noch ein Stück Steak. Sehr gut. Heißt, wenn eine Bestie kommt, oder ein Wolf, kann ich das Steak hinwerfen. Also bei Wölfen auf alle Fälle, bei Bestie weiß ich nicht. The Spirograph amused Carl. It was a nice modern toy. Aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois home. Little Martin Blais with a family member. There was some resemblance between them. And Carl took note of the sense of bonding and pride they projected. So, das Haus ist ähnlich aufgebaut wie das von Le Chance. Da war auch hier das Bad. Ach, guck mal, hier ist ein Lichtschalter. Na, die Glühbirne ist durchgebrannt, alles klar. Hat sich dann mal erledigt. Komm mal auf. So. Oh, was ist das? Anzünder wieder? Ja, sehr gut. Anzünder gehen immer. Oh, hier ist eine Zeitung. So, ein nicht aufklärbarer Unfalltod. In den letzten Tagen kamen die Ermittlungen im Todesfall Pierre Blais zum Erliegen. Die Autopsie des Leichnams hatte keine neuen Erkenntnisse für die Ermittler ergeben, die sich wiederum weigern, Auskunft darüber zu geben, was als nächstes unternommen werden wird. Diese neue Entwicklung muss im Zusammenhang mit der Annahme eines Unfalls betrachtet werden, der von den Behörden weiterhin als offizielle Todesursache bezeichnet wird, obwohl die örtliche Bevölkerung teilweise große Zweifel daran hat. Der Unfall soll sich in den Wäldern um den Attampeksee ereignet haben. Pierre Blais Leiche wurde vor 2 Wochen in der Nähe eines Fußweges zur Kupfermine gefunden, die schon bald wieder in Betrieb gehen wird. Blais war ein Ingenieur und arbeitete im Auftrag eines Konsortiums unter der Führung von William Hamilton an Plänen rund um die Neueröffnung der Mine. In einer ersten Stellungnahme hatte die Polizei zu Protokoll gegeben, dass die Leiche schändlich zugerichtet worden war. Mittlerweile lautet die offizielle Version jedoch, dass der Leichnam von wilden Tieren teilweise verunstaltet wurde und man aus diesem Grunde zuerst von einem Gewaltverbrechen ausgegangen war. Alles klar, dann ist das Grab, was wir gefunden haben, vielleicht von Mr. Blais, dessen Vorname ich schon wieder vergessen habe. So, blinkt hier noch irgendwas zu finden für uns? Ja, sehr interessant schon mal. Dann ist es vielleicht doch nicht... ich kann es nicht sagen. Ich dachte erst die tote Krähfrau, die gefunden wurde. Etwas Lesestoff für die Freizeit. Ja, ich habe auch keine Zeitung auf Klo. Ich nehme immer mein Handy mit. Ich glaube, früher hatte ich mal eine Zeitung. Dieses Möbelstück wurde mehrfach verrückt. Aha,
Dann verrücken wir es doch auch wieder. Sehr gut. Martin Blaze. Notiz von Martin Blaze. Liebe Marie, entschuldige bitte meine hakelige Schrift, aber ich muss mich beeilen. Ich fahre nämlich mit Mutter und Mrs. Roy nach Nordmanastan, denn sie sagen, dass es hier in diesen Tagen viel zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Mutter erzählt mir nichts, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich weiß nur, dass sie denselben Ausdruck im Gesicht hat, wie sie ihn immer hat, wenn ich sie erschrecke. Vater und Mr. Roy kommen nicht mit. Sie sind los, um Mr. LeChance zu holen. Das sind echte Helden. Meine Oma lebt in einem wirklich großen Haus in Nordmanastan. Du wärst da auch willkommen. Ich muss jetzt los. Also jetzt sofort. Dein Freund Martin. Gut. Das heißt, die Blaze wussten Bescheid, was hier passiert. Die hatten Angst vor dem Wendigo. Meine Vermutung. So viel Spekulation hier. So viel Raum zur Spekulation. Eine Platte kann ich nicht auflegen. Was ist das? David Hasselhoff oder was? Sieht aus wie I'm looking for freedom. Na, ja, irgendwie so, ne? Geil. Ich bin so witzig. Haha. So, das ist die Mutter. Das alte, die alte Stute. Fick, Stute. Ah, scheiße. Okay, was ist denn jetzt schon der neue Notizbucheintrag? Und zieht dann das hier? A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Hey, ich würde es hier untersuchen. The sheets were in such a way that indicated a rude awakening, followed by a hurried escape. What had happened here? Eine außergewöhnliche Zeichnung für so ein Spielzeug. Kann das gar nicht sehen. Ein Haus und eine riesige Figur daneben. Ein Wendigo. Nein, keine Ahnung. Ich möchte hier nichts Falsches sagen. Oh, was ist hier? Ein Bild. Nein! Mann! Karl, benimm dich ordentlich. Le Monstre. Ja, geil. Da ist der Wendigo mit den Wölfen. Dam, da, dam, dam. Der wartet in dem Wald. Ich dachte wirklich, man wird hier richtig erschreckt, wenn man hier, oh, was ist hier? Eine Baseballkarte? Baseball ist ja schon Eishockey. Ja, gut. So, was hier auch nochmal? Sammelkarten wahrscheinlich von früher. Ich dachte, man wird hier erschreckt. Ich dachte, hier passiert was und man wird erschreckt. Aber zum Glück wurden wir nicht erschreckt. Ja, Kai, wie ist dein geistiger Zustand? Ja, Bett rauchen tue ich auch nicht, du. Also ich bin auch Raucher, aber ich rauche nicht mal in der Wohnung, nicht mal in der Küche oder sonst irgendwo. Ich darf immer vor die Tür gehen. Naja. Oh, Licht war schon an. Ach ja, stimmt. Ja, hier ist ja gar nichts, Mann. Das Haus hat sich ja mal fast gar nicht gelohnt, außer dass man ein bisschen was gelernt hat. Luises Tagebuch. Ich befürchte das Schlimmste für Alexandre. Er schläft kaum noch. Zuerst dachte ich, dass es an seiner Arbeit liegt, aber die Sache ist schlimmer. Die ganze Nacht über starrt er nur ins Leere. Er spricht kaum noch mit mir. Sein Sohn wollte mit ihm spielen, aber er hat kein Wort von sich gegeben. Und wie er immer auf das Fenster starrt. Letzte Nacht habe ich gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Er kommt hierher, hat er gemurmelt. Ich weiß nicht warum, aber diese Worte haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kurz darauf ist er aufgewacht, schweißgebadet. Er konnte sich natürlich nicht an seinen Traum erinnern. Danach ist er nicht wieder schlafen gegangen und hat den Rest der Nacht kettenrauchend am Fenster verbracht. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Ich frage mich, aus welchem Grund. Ob er das selbst weiß? Wir warten. Aber worauf? Ich glaube, ich habe Angst. Ich auch. Ich auch, Madame. Da sind Sie nicht die Einzige, Madame. Hier kommt eine Leiche aus der Tür. Das wäre ja mal krass. Ist hier unten was? Ist hier was? Ist hier was? Hier ist nichts. Hier lohnt sich ja gar nicht. Was? Das Blaze-Haus lohnt sich ja überhaupt nicht. Fuck. Wo muss ich hin? Ich muss die Hütte draußen aufkriegen. Okay, Leute. Axt oder Gewehr? Ich nehme erstmal die Axt. Scheiße, und wir haben nicht gespeichert unten, wa? Ich habe kein Feuer gemacht und nicht gespeichert. Oh, da ist der Wolf.
Der Wolf kann durch die Tür. Kann ich jetzt speichern? Ich habe immer kein Holzscheit, weil ich hole mal schnell Holz. Ich hole mal kurz Holz. Ich hole mal kurz Holz. Was macht denn der Wolf hier bitte? So, ein Holzscheit bitte. Jetzt will ich kurz speichern. Das ist mir zu heikel. Wer weiß, was mich da im Badezimmer erwartet. Schießt das Scheißvieh einfach über den Haufen. So, gespeichert. Alles klar, dann gehen wir rein. Direkt rein. Oh, krass. Karl Zustand geistig ist super. Ist gar nichts. Hä, wo ist denn der hingegangen? Willst du mir sagen, der Wolf ist durch die Tür verschwunden oder was? Der Wolf ist durch die Tür verschwunden anscheinend. Keine Ahnung, was für ein Scheiß. Was ist denn jetzt los? Das ist ja... Wo ist denn der hin, bitte? Wo ist der denn bitte hin? Das ist ja nicht normal. Also wir haben ja alles untersucht, wir sind hier durch, würde ich sagen. Ach, guck mal, der hat den Kühlschrank geöffnet. Was hat denn der gegessen? Kann ich hier irgendwas aktivieren? Nein. Das Stück Fleisch habe ich schon rausgeholt. Hey, hey, hey. Ja, da plündern die Wölfe hier einfach eiskalt. Steht da morgen in der Bild. Plündernde Wölfe in der Stadt? Was ist da los? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Meh, meh, bumm. So, witzig. So ein Graben neben dem Haus gibt's hier nicht. Fertig. Und wo finden wir einen Graben neben dem Haus? Ach, hier. Guck mal. Oh Mann, ist das schlecht. Yeah. What could it be for? The garden shed? Carl couldn't reach it with his arm alone. Was ist das, eine Kettensäge? But he had more than a few tricks up his sleeve to pick it up. Also manchmal muss man mehr Glück als Verstand haben. Gerade zufällig dieses Loch entdeckt, was wir gesucht haben. Oh, Anzünder. Anzünder, mega gut. Hier ist eine kleine Goldmine. Was ist hier unten, mein Süßer? Ein leerer Benzinkanister, brauchen wir. Nehmen wir mit. Wird eingepackt und mitgenommen. Mach ich hier hinten rein, das ist dann auch im Auto. Die Kettensäge funktioniert nicht. Na, dann hole ich doch ein bisschen Benzin. Ich habe ja noch einen vollen Kanister dabei. Dann fülle ich da einfach mal in die Kettensäge ein. Ich mach, oh, Leuchtkugeln, Leuchtkugeln, Leuchtkugeln. Nee. Oh ja, Anzünder? Nee, Eisenbahn. Nee, 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 nee. Ist hier noch irgendwas? Ein Hammer. Ein Hammer habe ich ja schon im Auto. Brauche ich jetzt ja nicht noch einen. Aber ich eh unendlich im Auto mittragen kann. Scheiß drauf, alles mitgenommen. Hä? Gib mir meine Lampe. So, wir holen uns jetzt schnell mal den Benzinkanister. Sehr gut. Dieses kleine Loch da ist ein Graben neben dem Haus. Vielleicht hat sie auch Loch gesagt. Ich habe aber Graben im Kopf. Wie soll ich auf Graben kommen, wenn ich gar nicht dran denke? So, das kommt weg. Das kommt weg. Was haben wir denn alles gefunden, dass ich so schwer bin? Eisenbahn, ne? 4. Davon brauchen wir maximal 2 bei uns. So, Zigaretten kosten kein Gewicht. Bilder auch nicht. Anzünder auch nicht. Die leere Flasche kann ich mal wieder wegballern. Warum bin ich denn so schwer schon wieder? Magnet am Faden. Da kann ich auch erstmal wieder wegballern, wa? So, zack. Fleisch. Oh, Fleisch ist schwer. Nehme ich einmal Fleisch mit, einmal lasse ich im Auto. Medizin lasse ich auch lieber. Dann lasse ich 3 im Inventar bei mir. 3 lege ich ab. Was war das nochmal? Schmerzmittel, genau. Schmerzmittel, genau. Anzünder lassen wir. Gut. So, haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt wieder. Achso, den Benzinkanister wollte ich mitnehmen. Nehmen. Und zwar nehme ich... Ich wähle dich, voller Benzinkanister. Flieg, Pokéball. So, wir sind super vorbereitet, muss ich ja mal sagen. Super vorbereitet. Die Kettensäge funktioniert nicht. Ach was, ich dachte, dafür brauche ich jetzt den Benzinkanister. Dann hat sich das ja fast gar nicht gelohnt, hier reinzugehen. Beziehungsweise hat sich gar nicht gelohnt. Wir haben nichts Relevantes gefunden. Also Anzünder und so, klar, aber wir haben sonst nichts Relevantes gefunden, was irgendwie hilfreich für irgendwas wäre. Okay, dann kommt der Benzinkanister wieder weg. Habe ich auch kein Problem mehr mit. Benzinkanister, weg. So, Nummer
mal ein Blickchen auf die Karte werfen hier. Upsala. Da sind wir. Fahren wir zurück zur Hütte und gucken uns die zweite Hütte an, würde ich sagen. Mal. Machen wir erstmal so. Ja gut, alles klar. Ja, das ist jetzt hier irgendwie enttäuschend gewesen. Ein Wolf in der Hütte, der durch eine Tür abgehauen ist. Gar kein Ding. Das ist halt ein richtig krasser Wolf. Und in der Hütte war auch nichts, außer ein bisschen Stuff. Kacke, von wo bin ich jetzt gekommen? Und so, zack, hab gesagt, wir müssen rechts runter und auf der linken Seite ist dann das Haus von Blaze, das habe ich gesagt. Und hier müsste dann der Wanderweg sein, oder? Ja doch, hier geht's zu den Hütten. Hoffe ich. Vielleicht ist das auch schon der Wanderweg. Genau, hier ist die erste Hütte, die haben wir. Check. Ich einfach mal hier querbeet einfahren, gucken was passiert. Ah, es ist praktisch, man. Ich kann Paul hin zum Ende laufen, theoretisch. Kann jetzt alles untersuchen. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Das Schneemobil ist schon ganz praktisch. Aber mein Auto hat mir lieber gefallen. Boah, hier sind Wolfsspuren. Oha, ein Zelt. Oha, der sucht, der findet. Ich habe kein Holz dabei, aber ich habe Holz im Auto, kein Ding. Aber ich brauche jetzt auch kein Holz. Was ist das? Schmerzmittel? Nee. Das hört sich immer an, als wäre hier irgendwas so. Es hört sich immer so an, als wäre hier irgendwas, was mich beobachtet. Irgendwas, was mich beobachtet. Hier kann ich nicht reinkriechen. Oder? Okay. Dann lasse ich das. Dann lassen wir das. Krasse Nummer. Wir fahren mal kurz zurück zur Straße. Ups. Ach, der fährt auch über Steine einfach nur. Sehr gut. Miau. 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 So, weiter den Weg fahren. Bis wir die zweite Hütte finden. Oder wie wir was Ungewöhnliches am Seitenrand sehen. Am Straßenrand meine ich. Ha! Hier, das lädt doch geradezu ein, hier einmal durchzubrechen. Ui. Ups. Oh, ups. Da bin ich wohl hingefahren. So, lass mir hier richtig Gas geben. Oh, was nein. Da war blaues Eis. So, wir platzieren uns mal anders. So können wir nämlich nicht gleich wegfahren, wenn was kommt. Man muss ja immer davon ausgehen, dass was kommt. Hier sind die Wolfsspuren auch. Da sind auch die Wolfsspuren. Die biegen abrupt hier ab. Wir untersuchen ja einfach mal alles. Tüte, kann ich hier was öffnen? Nein. Dosenfutter. Der Wolf ist weiter hier lang gelatscht. Na, lauf mal rüber hier. Streichhölzer. Zigaretten. Was waren jetzt? Nicht ich habe so abrupt hochgeguckt gerade. Das war das Spiel selber gerade. So, gucken wir mal. Wo führen die Spuren hin? Direkt rein ins Gelände. Direkt rein ins Gelände. Hier gibt es ja auch nichts außer einer Feuerstelle, wa? Mann, spring doch mal hier rüber. Können wir nichts machen außer ein bisschen Feuer. Dann hat sich der Besuch hier fast gar nicht gelohnt, würde ich fast behaupten. Okay. Ich fahre jetzt erstmal zur zweiten Hütte. Oder wir checken das hier mal kurz ab. Ich weiß es nicht, verdammte Axt. So viele Orte zu besichtigen hier. So schräg querbeet ein war es einfach. Da ist er langgelaufen, der Wendigo. Falls es ein Wendigo ist. Ich denke aber. Boah, zu steil.
Ach, hier kommen wir auch nicht mehr durch. Unsichtbare Mauer wahrscheinlich. Ups, sorry. Oh, kaum gegen die Wand gefahren. Ach, da ist die Hütte. Geil. Ja, sehr gut. Hier ist auch Ende im Gelände. Hier endet die Straße. Hier endet die Straße. Ein Blick auf meine Karte. Ich bin bei der zweiten Hütte. Und dahinter ist noch eine. Guck mal, da hinten ist noch was. Da fahren wir auch noch hin. Das ist aber... Da muss man hier außen rumfahren. Da kommt man mit dem Auto hier gar nicht mehr lang. Aber ist auch kein Ding für uns. Ist ja auch kein Ding für uns. Wir schaffen das. Wir machen das. Wir sind Tick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll. Doch sie sind super toll. Die DuckTales. Uhu. So. Einmal ein Holzscheit, wenn wir drinnen brauchen, um eine Feuerstelle zu machen, damit ich speichern kann, meine Damen und Herren. So, wo führt das Eis hin, das ewige Eis? Das führt nach rechts. Oder es kommt von da, ich weiß nicht. Ich nicht wissen, ich dumm. Au. Hallo? Hallo, jemand da? Nein? Okay, ich komme jetzt rein. Bitte nicht schießen. Welcome to Alibaba's Cave, Lumberjack Edition. Surely Carl would find something worth his time in here. Geil. Goldstaub. Aber Streichhölzer müsste ich mal langsam finden wieder. Ich finde zwar viele Anzünder derzeit, aber keine Streichhölzer. Tam, 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 tam. Was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Was haben wir hier, was haben wir hier? Da haben wir nichts. Dort ist auch nichts. Ist doch keine Hütte, ist eine Abstellkammer, ist das. Schon wieder eine Kettensäge. Die funktioniert nicht. Ein Magnet. Hm. Drauf geschissen, wird eingepackt. So, was haben wir hier? Geräteschuppen-Nachricht. Nachricht an Paul und Jean-Pierre. Vergesst bitte nicht, den Schlüssel für die Hütte zurückzubringen, wenn ihr ihn benutzt. Vielen Dank. Euer Betreuer. PS, der nächste Bus nach Shibugamau fährt am 12. Oktober und dann wieder 2 Wochen später. Okay. Für Wette, wir haben schon einen Schlüssel gefunden. Keine Ahnung. Ach so, nee, der Schlüssel. Waldhüttenschlüssel. Aha. Dann gibt's irgendwo eine Waldhütte. Das wäre zu schwer zu mitnehmen, sagt Kermit der Frosch. Den Hammer brauchen wir auch nicht. Wir haben einen Hammer. Ah, das war's schon wieder. Wir haben einen Schlüssel zum Hütte gefunden. Einen Schlüssel zum Hütte. Schlüssel zum Hütte. Einen Schlüssel zum Hüttenkäse haben wir gefunden. Da fahren wir einfach mal direkt hin, würde ich sagen. Wa? Einmal hier außen rum. Gucken wir nochmal auf die Karte. So, die Hütte ist da. Das heißt, eigentlich ein bisschen schräg querbeet ein. Theoretisch. Alright, Carl. Let's try it again. Ach, das Geräusch ist nervig. Also würde ich das jetzt hier länger spielen, würde das mich verrückt machen. Theoretisch muss ich hier lang. Ein bisschen. Und vielleicht ein bisschen zu schräg. Okay, unsichtbare Wand. Sorry. Sorry. Na, ein bisschen so. Können Schneemobile rückwärts fahren? Können sie das? Das gibt's doch nicht. Wo fahre ich denn lang? Bin ich falsch? Ich bin falsch, würde ich fast behaupten. Da ist doch was. Ja, ein Holzbalken. Kann ich hier was in die Luft jagen? Das sieht aus wie Geröll, was ich in die Luft jagen kann. Dann können wir gleich mal auf die Karte gucken hier. Sind wir komplett falsch? Nee, guck mal, wir sind ziemlich gut gefahren. Wir sind ziemlich gut gefahren. Immer wo Gestein ist, müssen wir gucken, ob wir was in die Luft jagen können. Hey, komm. Okay, er geht nicht näher ran. Na gut, dann können wir weiterfahren. Die Hütte müssen wir jetzt nur finden. Boah, es dauert doch lange, bis das Ding angeht. Auto lässt er an, aber Schneemobil nicht.
Wahrscheinlich fährt es von alleine dann los. Okay, hier ist eine Mauer. Die Hütte muss hier unten sein. Da ist er. Da ist unser gutes Stück. Oh, da ist Feuer. Was ist denn hier los? Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Okay. Das ist jetzt verrückt. Der glüht ja auch noch. Der kann ja noch gar nicht so alt sein. Hier sind wir Wolfsspuren. Hier sind wieder Wolfsspuren. Okay. Da ist nur freies Gelände. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist eine Kühlkiste. Was haben wir da? Neun Stück Steak lasse ich jetzt mal sein. Obwohl, nehme ich alles mit. Karls Inventar ist voll. Wieso ist das? Was habe ich denn eingepackt, dass mein Inventar voll ist? Jetzt bin ich ja mal verwirrt. Ablegen! Ach ja, ein Holzscheit. Habe ich Holzscheit mitgenommen? Ach ja, zum einen. Stimmt, ich erinnere mich. So, der Magnet kam weg. So, Eisenwaren haben wir auch so viele. Ach nee, wir haben nur zweimal Eisenwaren? Ich dachte, wir haben schon wieder so viele. So, Leuchtkugeln, die nehmen kein Gewicht weg. So, Flasche Bier. Sechs Stück, wie verrückt ist das denn? Ich nehme mal zwei mit. Krass. Oh, schon ist mein ganzes Inventar wieder leer. Ich kann wieder alles mit mir führen. Sehr gut. Ja, sechs Flaschen Bier. Wie komme ich denn dazu? Den ganzen Sixer die ganze Zeit mit mir rumzutragen. Ist ja klar, dass es schwer ist. Nimm mal alles mit. Nimm mal alles mit hier. Zack, zack. Wird alles eingelagert ins Auto. So, ablegen. Flasche Bier. So, ein Speicherpunkt wäre jetzt nicht schlecht. Wir gucken mal, was die Hütte sagt. Komme ich da überhaupt rein? Wo ist denn der Eingang? Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Die Hütte hat keinen Eingang. Will sie mich gerade verändern? Ach doch, hier. Cabin B. Hütte B. Lots of space. No windows. Hopefully its users aren't prone to dementia. Without a single window to brighten things up, the inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of meat and furniture. Jetzt, wo ich meinen Holzscheit abgelegt habe, brauche ich wieder einen neuen Holzscheit. Aber ich guck mal, gab es hier eine Holzstelle? Ich nehme einfach jetzt einen mit außen. Wir haben ja zwei. Wir haben ja zwei Stück, dann nehme ich hier einfach einen mit. Mitnehmen, und zwar einen Holzscheit. Zack, dann können wir speichern. Und dann ist da hier nämlich schon wieder Feierabend, meine Leute. Schon wieder Feierabend. Viele haben wir erlebt. Viele haben wir gemacht. Sehr aufregend alles. Zack. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns beim nächsten Mal. Dann untersuchen wir mal die Hütte und gucken mal, wie es hier weitergeht. Ja, bis dahin wünsche ich erstmal alles Gute. Ciao, ciao. Dir hat mein Let's Play zu Corona gefallen? Dann hinterlass doch einfach ein Abo. Dann wirst du automatisch darüber informiert, wenn eine neue Episode draußen ist. Vielleicht gefällt dir auch eins meiner anderen Let's Plays, wie zum Beispiel Warframe oder Wolfenstein 2 The New Colossus. Da ich einen guten Tag habe, darfst du die Folgen natürlich gucken, auch wenn du kein Abo hast. Also, map.